Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Was geht? Herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Eigentlich wollte ich Skyrim zocken, aber da gab es einen riesig fetten Fehler. Und deswegen spielen wir jetzt Skyrim. Wir heißen Dovahkiin, auch wenn es, glaube ich, falsch geschrieben ist. Ja, ein kleines Anspiel auf Skyrim. Wir sind ein Mann und jetzt können wir die Rasse auswählen. Ich habe mir schon überlegt, welchen ich nehme. Und zwar möchte ich gerne den Waldelfen, da ich eher mit Bogen umgehe und die besten Bogenschützen in ganz Tamriel sind. Die Hauer, die passen eigentlich. Menge länger. Was nehmen wir denn? Yeah, voll der Punker. Nee, was nehmen wir denn? Nehmen wir grau-schwarz. Nee, das schaut mal voll alt aus. Nehmen wir schwarz. Okay, Augenbrauen. Blau sieht doch cool aus. Alter, was ist da? Das ist ziemlich alt, schätze ich mal. Und das ist voll jung. Wir nehmen, na, so, die Haut. Das ist die Farbe oder was? Schau mal an, bei Weiß ist voll rund. Und hier ist voll oval. Wir nehmen aber so. Ja. Und wir sind in einer Gefängniszelle. Wir wissen nicht, warum. Da ich das Spiel schon kenne, hier noch für sexuelle Gelüste, kenne ich natürlich schon alles, aber trotzdem macht es immer wieder Bock, alles zu entdecken, etc. Und deswegen gibt es jetzt halt mein nächstes Singleplayer-Spiel, nämlich Oblivion. Hey, Waldelf. Hallo. Ihr habt euch da recht weit aus dem Wald gewagt, oder? Nee. Wie es scheint, sind eure fröhlichen Tage im Forst nun vorbei. Da verlasst ihr die Lichtungen von Valenwald nur, um in einem rattenverseuchten Loch wie diesem hier zu enden? Du bist auch im Gefängnis. Wirklich traurig. Arschloch. Ihr müsst euch fühlen, als würden diese Wände euch erdrücken. Bald schon werdet ihr den Verstand verlieren. Und dann werden euch die Wachen die Kehle durchschneiden. Kann ich noch die Audio von den Stimmen ein bisschen lauter stellen? Nein. Ich kann die Gesamtlautstärke noch mehr erhöhen. Gut. Schneiden, damit ihr endlich mit dem Geschrei aufhört. So ist es. Ihr werdet hier drinnen sterben, Waldelf. Sterben. Hey, hört ihr das? Was denn? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Deine Mutter holt dich. So, was haben wir denn hier? Eine braune Kanne, eine Tasse, Knochen. Ich möchte gerne aus dem Fenster gucken. Aber sind wir zu klein. Nein, sie sind tot. Ich weiß du das.
Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Ihr da, Gefangener, tritt zur Seite. Zum Fenster. Bleib aus dem Weg und dir passiert nichts. Okay. Hallo. Es scheint uns niemand zu folgen. Bleib, wo du bist, Gefangener. Auf geht's. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr. Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Amen. Was geht vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Was für ein Zufall. Wer seid ihr? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Dun, dun, dun. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels, und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Und warum bin ich im Gefängnis? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle, denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Ah ja, ich gehe meinen eigenen Weg. Wie wir alle. Aber wie soll ein Weg geändert werden, dessen Ende die allmächtigen Götter vorbestimmt haben? Oh, das ist aber eine sehr christliche... Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Toll. Besser offen lassen. Von der anderen Seite ist ein Öffnen. Aus, als wäre heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Jetzt treibe ich es mit deiner Frau. Wenn meine Frau das natürlich erlaubt. So, und jetzt können wir hier durch den geheimsten Geheimweg aller Zeiten durch. Und jetzt sind wir in den Katakomben der schon lange nicht gesäuberten Schlosshauses. Verhaltet euch ruhig und macht den Weg frei. Ja, ich bin die Volksreifen-Eisen-Bitch. Beschützt den Kaiser. Schützt euch selbst. Ich versteck mich. Mögen die Drachenfeuer ewig brennen. Das ist nur der Anfang. Das Schlimmste kommt erst noch. Das geht sich in Ordnung, Angefangener. Wir sind in sich. Nehmen wir mal alles mit hier, habe ich gehört. Ach, guck mal, Hauptmann Renault. Sie ist tot. Die hatte auch ein Schwert. Nehmen wir gleich mal an, genau wie... Yeah, guckt's euch an. Hi, schaut mal an, ich bin der die Renault getötet hat. Ich weiß nicht, aber zum Umkehren ist das jetzt zu spät. Das sieht nach Problemen Seid aus. Das ist unklug. Habe ich dich jetzt geschlagen? Sie wären nicht die Ersten, die die Klingen unterschätzen. Okay. Ich passe auf. Bewegung. Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Okay. Versucht nicht, uns zu folgen. Du bist so gemein, Baurus. Na, warte. Nee, ich komm dir nochmal. Ich seh dich nochmal. So, und jetzt geht's hier auf und hier kommen Riesenratten. Bitch, Junge. So. Kiste. Also ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, dass ich oft mit dem Schwert spiele. Ein Garn brauchen wir nicht. Schild nehmen wir mal mit. Dietrich haben wir nicht. Pogel. Pfeile, Rüstung. Jetzt kommt ein leichtes Schloss. Die sind natürlich recht einfach. Gold, Saphir, nehmen wir alles mit. Ach nein. Verpiss dich. Das Ding müssen wir treffen. Ja, easy. So, da ist ein Goblin-Schamane. Den klauen wir den Trank. Zwei Dinger da. Den Schlüssel und die Triche haben wir noch geklaut, ja. Ja, wie gesagt, ich wollte am Anfang Skyrim zocken. Ups, oder? Aber ich habe es mir dann gekauft.
dann wollte ich es installieren und das läuft hier über Steam. Deswegen habe ich den Produkt-Key eingegeben. Dann kam die Meldung, dass die Steam-Server nicht verfügbar sind zurzeit. Habe ich mir gedacht, naja gut,